Willkommen zurück hier zu Punta Cana All You Can See. Fürs heutige Video habe ich mir Unterstützung mitgebracht. Und zwar kommen Bolle und Edda mit und die Emma und auch die Dani. Wir sind in Bavaro bei dem schönsten Sonnenschein losgefahren, nur um dann kurz danach hier in diesem heftigen Regen zu landen. Aber das hat auch gleich wieder aufgehört und dann kamen wir hierher. Einige von euch kennen den Weg eventuell schon. Hier gibt es auch Kühe, sehr zur Freude von Bolle, der diese Riesenhunde immer total interessant findet. Frohen Mutes für das, was wir vorhaben, haben wir auch angehalten und ein bisschen Brennholz gesammelt. Dann hier mit unserem Brennholz. Ja, das haben wir am Ende gar nicht gebraucht, aber sicherheitshalber hatten wir es mal dabei. Einer meiner vielen Lieblingsorte hier auf der Insel, das Blaue Haus am Strand. Aber bevor es weiterging, waren wir erst noch mal Zeuge, wie die ganze Kuhherde abgehauen ist. Die sind von ihrer Weide runter und waren auch alle Richtung Strand unterwegs. Da sind sofort alle auf ihre Pferde gesprungen und haben die Kühe wieder zurückgeführt. Das war schon mal ein sehr cooler Einstieg. Ist immer wieder schön, Kühe am Strand zu sehen. Ja, und dann haben wir den Nissan in Position gebracht, weil wir nämlich heute mal hier am Strand übernachten wollen. Das ist etwas, was ich schon mir immer gewünscht habe. Ich habe ja schon ein paar Mal am Strand übernachtet, das ist immer toll, aber noch nie hier am Blauen Haus. Und das machen wir heute. Dani, Emma, die beiden Hunde und ich. Und natürlich sind unsere Nachbarn da, die Bewohner vom Blauen Haus. So, ihr könnt einmal gucken, wie wir planen zu schlafen. Hier ist eine Hängematte, da liegt schon jemand drin. Da ist die Dani, die macht Probeliegen. Hängematte mit Moskitonetz. Hier im Nissan ist ein aufblasbares Bett. Hier schläft die Kleine. Trocken, hoffentlich. Da ist meine Hängematte, vorsichtshalber auch mit Moskitonetz. Und für den Fall, dass es regnet, haben wir hier in einer Deutsch-Schweizer Kooperation ein Zelt mit einem Überzelt. Ja, der Bolle wird höchstwahrscheinlich im Auto schlafen und die Edda irgendwo bei mir oder unterm Auto, je nachdem. Die läuft ja immer gerne ein bisschen rum, aber ist immer gerne da, wo ich bin. So, campen am Strand. So sieht's aus. Wir hatten natürlich auch ein Einstandsbier dabei.
damit wir uns dann nach dem Zeltaufbau hinsetzen können, mit unseren Nachbarn ein Bier trinken. Die sind ja auch so nett und stellen ihren Rasen zur Verfügung. Hier ist erstaunlich mehr los, als man denkt. Da ist ein Enkelkind und da ist noch ein Enkelkind. Die fahren jetzt nach Hause da hinten. Die wohnen nicht gar so weit weg. Und da es jetzt dunkel wird, packen die alles zusammen und fahren wieder nach Hause. Wir haben uns dann auch an den Strand begeben zum Abendessen. Hatten alles dabei. Alles und noch viel mehr. Die einzige, die vernünftig war, war Emma, die immer gesagt hat, wir bleiben doch nur eine Nacht, weil Dani und ich so viel eingekauft haben. In der Karibik hier wird es ziemlich schnell dunkel. Wenn einmal die Sonne untergegangen ist, zack, dann ist auch schon fast das ganze Licht aus. Da muss man dann also zusehen, dass man zu dem Ort kommt, wo man auch hin will, weil so viel Zeit, wie ihr zu Hause habt, haben wir hier nicht. Im Winter ist es so gegen 6, 6:30, 7, dass dunkel wird. Im Sommer ist es schon bis um 8 hell, aber das war es dann auch schon bei uns. Wir hatten Solarlichter und eine Kerze dabei, haben es uns noch echt gemütlich gemacht. Die Familie kam noch mit rüber, es war ein wirklich schöner Abend. Mir ist dann zum Glück noch eingefallen, bevor es zu spät ist, dass ja die Luftfeuchtigkeit hier nachts besonders hoch ist. Ich habe schon öfters mal einfach nur draußen geschlafen und irgendwann ist einfach alles nur noch klatschnass, obwohl es gar nicht regnet. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, in den Zelten zu schlafen. Ja, also diese Plane, die wir da angebracht haben, hat so einen Krach gemacht. Jetzt habe ich die erstmal von da oben, wo sie festgemacht war, am Dach unten erstmal am Rad festgebunden und schon ist es echt wesentlich ruhiger. Vielleicht komme ich ja noch dazu, ein paar Stunden zu schlafen. Schauen wir mal. So, alle ausgeflogen. Geh wieder ins Bett, Mausi, komm. Hier fängt der frühe Vogel nicht den Wurm, sondern der frühe Vogel kann als allererstes seine Spuren am Strand im Sand hinterlassen. Und das haben wir gemacht. Zurück zum Haus, um mal zu schauen, wer noch alles auf ist schon. Und es waren natürlich schon alle auf.
Und sogar der Kaffee war schon liebevoll zubereitet. Wir mussten den gar nicht selber machen. Den hat die Donja für uns gemacht. Ja, und Frühstück oder nicht, Edda möchte gerne, dass man ihr den Bauch krault. Zum Glück findet sich immer jemand, der nicht Nein sagen kann. Und dann hat es uns doch tatsächlich auch noch mal ganz kalt erwischt. Ein karibischer Regenschauer, den wir aber zum Glück haben kommen sehen und schon fast alles ins Trockene gebracht hatten, bevor es über uns hineinregnete. Wir sind alle natürlich trotzdem nass geworden, aber es war ja nur Wasser. Ja, und so schnell wie es gekommen ist, war es dann auch schon wieder weg. Und wie ihr seht, die Sonne ist auch gleich wieder da. Das Wetter ist einfach nur typisch für die Karibik hier. Ja, für uns hieß es packen und wieder zurückfahren. Muchas gracias, señor. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Punta Cana Ole Quincy. Wir kommen zum Ende. Wir sind auf dem Nachhauseweg. Das Übernachten am Strand, das Zelten einfach, das ist mit Sicherheit nichts, was man hier als normaler All-Inclusive-Tourist macht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, einfach mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Auch für alle die, die sich immer fragen, wie gefährlich ist es hier, was kann man hier machen, was kann man hier nicht machen. Ich habe die Stelle ausgesucht, weil ich die Leute kenne, weil da welche wohnen. Da war übrigens wieder mal wesentlich mehr Verkehr, als ich es mir vorgestellt habe. Auch die Marina hat die ganze Nacht patrouilliert. Wir haben ja da die Kriegsmarine. Wie überall kontrollieren die natürlich die Küsten ihres Landes. Und die waren auch die ganze Nacht da. Also es ist nicht einfach, dass man irgendwo hingeht und sich fallen lässt. Sondern ich habe den Platz ausgesucht, weil ich wusste, da können wir gut übernachten. Ja, nächsten Freitag gibt es wieder ein neues Video hier auf Punta Cana. All you can see, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert gerne den Kanal. Schaut rein in die Playlist, da gibt es auch schon andere Sachen. Da gibt es auch Hotels und Restaurants, also auch was für normale Touristen, nicht Leute, die hier leben. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe hier nächsten Freitag bei Punta Cana. All you can see. Voy a cantar esta canción. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata.